Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Majora's Mask. Wow, und bei mir spawnen einfach mal so ein cooler Schleim. Okay, das ist nicht der Assi-Vogel. Der Assi-Vogel war der Schlimmste. Habe ich sehr viel Geld investieren müssen, um mein Schwert wiederzubekommen. Und ich durfte die Stadt nicht mehr verlassen, weil ich ja kein Schwert hatte. Das war sehr cool. Also so. Auch mich zu verfolgen, wie plötzlich die Musik stoppt, wenn man von einem Schleim verfolgt wird. Ist doch auch faszinierend. Krass, ich fühle mich jetzt schon mal viel sicherer jetzt, wo wir praktisch das mit den Herzen haben. Fühle ich mich gleich so sicher. Das ist Wahnsinn. Ich würde es dann heute eigentlich so gerne so weit spielen, dass wir eigentlich morgen dann losziehen könnten in die Canyons. Sehr optimal. So. Könnt ihr jetzt auf jeden Fall einmal spielen. Vor allem, ich bin ja so gut in Schießen. Das ist ja allgemein bekannt, dass ich so gut bin in Schießen, dass... Dass keiner glaubt, dass ich so gut bin. Dass ich immer mein Talent verstecke. Lieblinge und Schätzchen. Oh, was ist denn das? Ich glaube, wir haben einen Besuch-Liebling. Ob das wohl ein Kunde ist, Schätzchen? Oh, möchtest du einen Versuch wagen? Die Grabbelminen-Schießbude ist den ganzen Tag geöffnet. Nee, ich wollte eigentlich zur normalen Schießbude und nicht zur Krabbelminen-Schießbude. Gab es hier nicht auch vielleicht irgendwas so mit Glück, wie bei Ocarina of Time, da wo man dann das Auge der Wahrheit hat und einfach glücklich ist? Was ist das hier? Schießbude. Ah, da will ich ran, da will ich ran. Schießbude, oh, das ist schon wieder so ein dicker Kerl. Stimmt, der Bruder von den anderen. Warum wagst du nicht einen Versuch, wenn du glaubst, du bist so gut genug, Schönchen? Ja, wir versuchen es mal. Triff innerhalb des Zeitlimits so viele rote Ziele wie möglich. Triffst ein blaues, verlierst du Zeit. Okay, also auf die roten schießen und auf B feuer ich abbekommen. Ja, dann zeigen wir deine Bogenskills. Ja, habe ich nicht. Der Rekord liegt bei, ich glaube, ich muss 39 dann schaffen. Ich muss die roten Ziele abbekommen. Und ich bräuchte so ein Fadenkreuz. Irgendwas über den Kopf vielleicht. Ach, ihr seid die roten Ziele. Das habe ich nicht gecheckt. Sorry. Ich dachte, ich krieg Zielscheiben und die hängen gleich sich über den Kopf oder so. Habe ich, glaube ich, direkt verkackt. Gibt's hier nicht. Die sind wenigstens leicht zu treffen, also keine Ahnung, das sind schon große Ziele, aber muss halt schnell sein. Okay, ja. Ich schaffe das definitiv nicht, Alter. Das sind mir weg, als dass sie da sind. Okay, mehr ist dann wohl auch nicht, dass ich es abschießen darf. Ich kriege hier irgendwie Bonuspunkte, dass ich keinen blauen abgeschossen habe. Alter, das ist ja ein Kackspiel. Das ist schlimmer, es ist ein Wald, aber das ist ein Wald schafft man halt auch nicht. Nur einer von 15 oder so. wer schaut denn das alles zu aktiv hier? Es sind sogar noch mehr als da steht. 22, das ist leider nicht. Das ist doch ein Spiel, was ich nicht kann. Nee, kann ich mal, ganz ehrlich. Das machen wir schon mal nicht. Der Milchbar können wir, glaube ich, noch gehen. Da haben wir doch jetzt draußen eine Maske. Üben, üben, üben. Ja, üben. Ich habe gehört, man braucht nicht alle Herzteile. 10 Uhr abends geht es hier erst ab. Ist sie wirklich... Um...
Ja, warte mal und springen wir einfach in der Zeit vor, ist ja kein Problem. Ach ja. Ja, Dämmerung des ersten Tages. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Das, genau das wollte ich nicht. Ich wollte es. Ich bin so blöd. Nee, brauchst nicht. Mann, alle Masken wäre schon cooler. Ich bin so dumm gerade. Warum habe ich jetzt zurückgespult? Ich wollte einfach den halben Tag skippen. Ja. Kriegen wir alles hin. Ja, cool. Sieht unruhestatisch aus. So, jetzt müssen wir bis 10 Uhr abends warten und dann in die Bar gehen. Ich glaube, das kriege ich gerade so hin. Holen wir uns jetzt die Maske des Zirkusdirektors. Okay, es verbleiben 60 Stunden. Ich meine, ich habe ja schon ziemlich viele Masken. Ich weiß auch nicht, ob wir es heute schaffen, die Carface-Quest gleich zu machen. Also ganz ehrlich, so Herzteile, die sind ja schön und gut, aber man braucht sie halt auch nicht zu 100%. Also ich denke dadurch, dass wir jetzt eh schon diese Begrenzung haben, dass es dann eh schon easier ist. Und, ja. Wenn es eh schon easier ist, passt es dann schon. So, da haben wir wieder ein Schleimchen. Dann sammeln wir mal ganz kurz das ganze Zeug hier ein. Wir warten, bis es 10 ist. Ich glaube, die Quest geht auch fast alle 3 Tage durch. Die Carface-Quest, ja, die ist richtig nervig. Aber wir werden die wohl machen müssen irgendwann mal. Ich habe ja schon die ersten Missionen gemacht, um so ein paar Masken zu bekommen. Ah, das ist. Ich glaube, da musst du richtig heulen, wenn du das machst. Und was wir noch machen müssen, ist endlich mal so einen großen Göppbeutel, glaube ich, machen wollen. Jetzt machen wir jetzt erstmal die Maske des Zirkusdirektors, weil die klingt sehr einfach. Können wir mal ein bisschen Zeit hier verbringen. Und ich meine, wir haben jetzt halt eigentlich schon über die Hälfte des Spiels geschafft, würde ich auch mal sagen. Jetzt geht es halt um die Perfektion. Ich glaube, nach da müssen wir dann gehen. Glaube ich zumindest. Ich bin kacke, was Himmelsrichtung angeht. Ich glaube, das ist Osten. Haben wir schon diesen Soldaten gefunden, der mit diesen Schädel-Dings da war? So. Ich kann gerne versuchen, mal alle Masken zu holen. Das wird schon irgendwie im Bereich des Möglichen liegen. So. Der hat es auch nicht kommen sehen. Dann gehen wir da ganz schnell an diesen Kackvogel da vorbei, weil ich möchte nichts mit diesem Vogel hier überhaupt mehr zu tun haben. Lieber porte ich mich dahin, bevor ich noch einmal an diesem Vogel da vorbei renne. Ich bin wirklich gespannt auf den letzten Tempel, weil jetzt hat er praktisch, die sind schon mit der Zeit ziemlich anspruchsvoll geworden und ich wette, dass der letzte Tempel einfach dann noch anspruchsvoller ist als alle Tempel davor. Und ich denke, ich werde einfach nur verzweifeln. Kann ich mir ganz gut vorstellen und deswegen hätte ich dann schon gern ein bisschen mehr. Und dann gibt es wahrscheinlich noch den Endboss von dieser Maske da, von der Majora's Mask. Ich denke halt, das ist der Endboss. So, dann können wir eigentlich schon mal wieder in die Stadt reingehen. Bis wir nämlich da sind, ist dann 10. Ja.
Bei dem Wassertempel haben wir schon mal. Das ist schon mal was Gutes, was wir abhaken können. Schauen wir mal daran. Jetzt ist die Szene. So. Jetzt brauche ich einmal die Maske. Was ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Humanis Maske. In eine Kuh. Wuff. Ah, du bist ein Mitglied. Naja, ja. Oh. Was willst du, kleine Pikachu? Wir hätten eigentlich einen Auftritt gehabt, aber er wurde abgesagt. Dieses Lokal steht in dem Ruf, Bonga Platz für Live-Konzerte zu sein. Was für eine Schande. Trotzdem würde ich gerne einen Soundcheck machen. Ich möchte nur einmal erleben, wie es gewesen wäre. Hey du, würdest du mir wohl zur Hand gehen? Okay, spiel doch die Ocarina. Stell ich in den mittleren Scheinwerferlicht. Okay. Spiel ich mal die Ocarina im mittleren Scheinwerferlicht. Okay, pass jetzt genau auf. Ups. Ich hab's verkackt. Ja gut, alle Masken ist quasi so drin, würde ich mal sagen. Aber die Maske der grimmigen Gottheit ist schon mega okay. Maske der grimmigen Gottheit hört sich krass an. Okay, das hört sich gut an. Was hört sich gut an? Dieses gerechte, sinnlose Lärm etwa? Okay, jetzt muss ich es mit einer anderen Maske versuchen. Finde ich ein Deko. Hallo. Okay, muss ich mich hinstellen? Okay, spiel doch deinen Blasensmensch vorne links. Okay, passt genau auf. Ich bin meine eigene Band. So, das hört sich gut an. Was hört sich gut an, dieser krächzend sinnlose Lärm? Ich kann auch nur rum. Als Zelda-Fan sagt dir doch bestimmt der Begriff Oni-Link was, oder? Ich glaube fast schon. Irgendwie macht es ja gerade Klick, aber ich weiß es nicht mehr genau. So, da muss ich bestimmt noch eins. Ich will keine Corona sein. Bin hier in keiner fette Corona. Okay. Ja. Wo soll ich mich hinstellen als Corona? Ah, du spielst das Schlagzeug hintere linke Schein. Okay. Da, da. Okay, passt genau. Einfach nur A drücken. Auch geil. Aber hier hätte ich das nicht mehr gepackt, wie ich es bei Ocarina of Time gemacht habe, das mit den rechten Ding unten zu machen. Ich krieg, glaube ich, nur der Zora. Okay, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ja, schon wieder. Selbe Beleidigung wie immer. So, und jetzt sind wir halt noch der coole. Ja, er hieß ja Mika. Mikosch. Dieser Zora, der am Strand irgendwie verendet ist. Hallo. Ja. Muss ich in das pinke Licht gehen? So, du spielst Gitarre, ja. Auf der rechten Seite. Oder Fire Dead Healing. Ist das ein Dunkling? Okay, pass jetzt genau auf. So, jetzt sind wir eine ganze Band. Wuhu. Bravo, das war großartig.
Diese Melodie. Diese Melodie, sie bringt so viele Erinnerungen zurück. Das ist ihr größter Erfolg, die Ballade vom Windfisch. Dieses Lied hat die ursprünglichen Mitglieder der Indiegogos damals in den Olymp der Musikbranche gehoben. Cool, einfach mal ohne Link bei Gelegenheit. Okay, mache ich. Vor langer Zeit habe ich dieses Lied beim Karneval der Zeit gehört. Wegen dieser Musik wollte ich ins Showgeschäft. Ich hatte gehofft, die Interpreten dieses Stückes kennenzulernen. Damals hat Lulu den Part der Sängerin übernommen. Sie war die Mutter der derzeitigen Sängerin, die auch Lulu heißt. Also steht jetzt ihre Tochter auf der Bühne. Das würde ich gerne mit eigenen Ohren hören. Es tut mir leid, dass ich dich ausgebuht habe. Bitte nimm die Maske als Entschädigung. Gerade zur Karnevalszeit kannst du sie sicher gut gebrauchen. Maske des Zirkusdirektors erhalten. Diese Maske wirkt so traurig, dass ihr Anblick selbst ein Herz aus Stein erreichen kann. Du hast die Tränen des Zirkusdirektors Gorkmann gesehen. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Okay, cool. Haben wir wieder eine Maske mehr? Das ist Talon. Hallo, Talon. Mein Herr, bitte halten Sie sich an die Regeln. Warum müssen Sie die Maske tragen? Sind wir hier Corona-Polizei? So. Was hast du jetzt bekommen? Mit dem Wirt sprechen. Südlich der Stadt gibt es eine Straße, die sich Milchstraße, okay. Okay. Ja, dann machen wir hier einen kurzen Cut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.